Hallo und herzlich willkommen im Augustinermuseum in Freiburg. Wir sind hier in der Skulpturenhalle. Diese Halle wirkt sehr besonders. Sie ist groß und beeindruckend. Viele Skulpturen vom Freiburger Münster stehen hier. Zum Beispiel dieser streng aussehende Herr hinter mir. Er ist einer von 8 Propheten. Propheten erzählen den Menschen von Gott. Früher stand er hoch oben am Turm vom Freiburger Münster. Viele hundert Jahre hat er auf die Stadt und die Menschen heruntergeschaut. So wie er jetzt auch auf mich herunterschaut. Genauso gibt es Kopien von den Wasserspeiern hoch über mir. Wasserspeier sammeln Regenwasser und leiten es ab. Komm, wir gehen mal nach oben und schauen sie uns genauer an. Und wen haben wir denn da? Ein Schwein, das gierig sein Maul aufgerissen hat. Das ist ein Zeichen für die Sünde der Völlerei. Völlerei bedeutet zu viel Essen und Trinken. Der dort drüben sieht ja wild aus. Der ist ja halb Mann, halb Tier. Mit seinem wütenden Gesicht rauft er sich die langen, lockigen Haare. Das ist eindeutig ein Zeichen von Zorn. Manchmal bin ich auch wütend und dann raufe ich mir die Haare. Im Gegensatz dazu das Bild von Maria. Marias Blick ist voll Ruhe, Frieden und Zärtlichkeit. Das Jesuskind hat sich angekuschelt und schläft geborgen ein. Hans-Waldung Grien hat das Bild auf einer Holztafel gemalt. Das war vor sehr langer Zeit, im Jahr 1520. Die Kreuzigung ist natürlich sehr wichtig in der Kirchenkunst. Hier sieht man die Kreuzigung auf der Mitteltafel vom Altar. Ich finde es sehr beeindruckend, wie fein der Maler die Kleidung und die Gesichter gemalt hat. Mein Rundgang durch die vielen Kunstwerke endet immer hier, an der Orgel. Sie hat 1300 Pfeifen und ist 14 Meter hoch. Sie ist somit das größte Ausstellungsstück hier im Museum. Und sie klingt auch wirklich toll.